Wir werden heute den Zander nur pochieren, dafür haben wir hier einen Fischfang und dann den Saft von den Orangen und von den Grapefruits. So, ich filetiere jetzt hier die Orange. Den Rest, den presse ich einfach hier rein. Das nehme ich dann mit dem Fischfang zusammen zum Pochieren für den Zander. Ebenso die Grapefruitsfilets. So, jetzt mache ich einfach hier noch ein bisschen Fischfang dazu. Einfach noch für den Geschmack einfach ein bisschen Thymian. Jetzt nehme ich einfach so ein Passiertuch. Mache das hier rein. Weil der Zander hat natürlich auch die Eigenschaft, wenn er dann pochiert ist, nicht, dass der mir dann auseinanderfällt, wenn ich den hier aus dem Topf nehme. Jetzt kommt ja das Stück Zander rein, ohne Haut natürlich. Mache einfach nur ein ganz klein wenig Ahornsirup. Die Filets, die brauchen also nur ganz kurz. Ein bisschen warm werden lassen, dann reicht das schon. Hier, das fängt jetzt eher an langsam zu köcheln. Man sieht es ja auch, das Eiweiß ganz klein wenig denaturiert. Es wird halt so richtig weiß. Für das Paprikakompott haben wir uns die Paprika jetzt bloß schnell geschält mit einem ganz normalen Sparschäler, damit die Haut nicht so lästig zwischen den Zähnen hängt. Die Paprikasoße müssen wir uns ganz kurz noch ein bisschen Öl einschwitzen. Ganz bisschen salzen. Wir haben das Ganze jetzt noch mit einem Schuss Paprikasaft abgelöscht, damit es ein bisschen cremig ist, ein bisschen gebunden ist. Und dann ist es eigentlich schon serviert. Werden wir mit Absicht auf diese klassischen Sättigungsbeilagen wie Pasta oder Risotto oder Reis verzichten, dass es also eine sehr leichte Speise wird. Das Salatplatz an sich ist ja auch ein sehr robuster und sehr fester Salat und eignet sich daher auch als Gemüsebeilage für ein Gericht. Und da brauchen Sie sich auch überhaupt keine Gedanken machen, dass der jetzt irgendwie auseinanderfällt oder matschig wird, sondern das ist wirklich eine sehr gute und leichte Alternative zu dieser klassischen Beilage. Ich nehme jetzt hier den vorsichtigen Zander raus. Jetzt hier quasi, sieht man sehr schön, dass der schon gegart ist hier. Ohne jegliches Öl oder Butter. Den Salat herzen. Nehmen wir ganz vorsichtig den Zander runter. Ganz klein wenig Paprikakompott. So, und zu guter Letzt machen wir dann noch so ein bisschen Kräutersalat. Und fertig ist unser pochierter Zander mit gebratenen Salatherzen, Paprikakompott und Zitrusfrüchten.